Ja, moinsen und willkommen zurück bei 7Life mit Mark of the Ninja. Diesmal schauen wir uns im dritten Teil weiterhin das zweite Level an und steigen auch diesmal wieder genau dort ein, wo wir zuletzt aufgehört haben. Nämlich hier unter der Treppe, wo sich dieses geheime Artefakt befunden hat. Das wir ja jetzt im letzten Teil noch eingesammelt haben. Hier noch schnell die Lampe zerstört. 6 von 20, 14 Stück noch in diesem Level. Und jetzt müssen wir mal sehen, dass wir ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Und jetzt erstmal schön die Wache hier von hinten holen. Und das hat wieder nicht so funktioniert, wie ich mir das dachte. Ja. Gut, Kommando zurück. Nochmal von vorne das Ganze. Holen wir uns erstmal den Raum hier wieder. Und ziehen ihn hier unter die Treppe, holen uns das Artefakt und dann wären wir wieder soweit. Lampe wieder zerstören. So, jetzt aber mal ein bisschen vorsichtiger hier. Ich glaube, es wird mal dringend Zeit. So. Vorsichtig hoch, langsam von hinten ran. Und zack. Geht doch. Warum habe ich das nicht gleich so gemacht? Ich muss nur wieder die Leiche unten verstecken. Ich drücke immer noch den falschen Knopf. So, haben wir auch zwei Lämpchen noch zerstören. Und dann geht's endlich mal weiter. Juhu. Hier wieder eine Lampe. Können wir die Wache schön ablenken. Aber, und da hat sie mich schon wieder entdeckt. Ach ja. Erstmal wieder abwarten, bis sie sich beruhigt hat und wieder an ihre alte Stelle zurückrennt. Na, ja, da hat er mich schon wieder entdeckt. Eieieiei, also einen Highscore werde ich nicht knacken in dem Level. Das ist, glaube ich, schon Geschichte. Aber das ist halt auch ein Spiel, das zockt man halt einmal durch, um durchzukommen. Und dann jedes Level nochmal, um die ganzen Items zu sammeln und möglichst viele Punkte erreichen und so weiter und so fort. So, drehst du dich nochmal um irgendwann oder eher nicht? Nicht, nee, dann muss ich wieder so ein Ablenkungsgeräuschentwickler-Ding schmeißen. Da oben steht auch noch einer. So. Das war wieder nicht allzu klug, dass ich das einfach vor ihm geschmissen habe. Und da hat er mich schon wieder entdeckt. Das darf doch nicht wahr sein. Ach, ich stelle mich hier an wie der letzte Trottel. Das ist unfassbar. Gut. Vielleicht klappt es ja jetzt. So, jetzt haben wir doch die Möglichkeit. Jawohl. Schön wieder verstecken. Die 250 Punkte nehmen wir noch mit. Körper versteckt. Und dann können wir auch weiter. Der da oben sieht uns nicht. Der Suchscheinwerfer ist relativ uninteressant. Da gehen wir mal gleich weiter hier und ziehen ihn da runter. Ach, das hat wieder nicht so geklappt. Gut, egal. Dann gehe ich halt unten rum. Soll mir auch recht sein. Ja, jetzt kann ich hier nicht aus dem Versteck raus, aber so hat's gepasst. Wieder schön verstecken hier und da haben wir noch ein neues Artefakt. Wunderbar. Lämpchen zerstören für das Bonusziel hier in dem Level. Die lassen wir mal da oben. Gehen wir mal gleich direkt weiter. Ja, was vielleicht noch ganz interessant ist, ich habe mir jetzt mal so die Erfolge angeschaut, was es da so gibt. Also, da gibt es halt zum Beispiel auch Erfolge, wenn man ein ganzes Level schafft, ohne entdeckt zu werden. Oder ein ganzes Level, ohne einen einzigen Gegner zu töten. Wo ich mich immer noch frage, wie das denn möglich ist. Aber anscheinend geht's. Gut, müssen wir mal schauen. Vielleicht kommen wir noch später Level, wo weniger los ist.
Tja, gibt's hier links noch irgendwas? Master accepts. Ja, noch eine Rolle. Ja. Ja, die Rollen sind hier im zweiten Level noch relativ einfach einzusammeln. Wir werden aber dann noch später sehen, weil ich mir das schon mal angeschaut habe, dass man da dann spezielle Räume für erledigen muss. Die dann mit besonders schweren Fallen und Rätseln gespickt sind. So, wir müssen den Wolkenkratzer hier erklimmen. Sind jetzt im 15. Stock. I'm turning the power for the 15th floor back on. Schön langsam hier hinter den Vasen vorarbeiten. Jetzt können wir doch eigentlich gleich den hier. Ah. Oh, jetzt geht das Licht wieder an. Okay, wir hatten also nur eine bestimmte Zeit, wo das Licht aus war. Ein Alarm ausgelöst, weil er die Leiche gefunden hat. Also ich verspreche euch hier im nächsten Level werde ich dann mal ein bisschen vorsichtiger vorgehen und möglichst wenig bis gar keinen Alarm auslösen. Das ist aber gar nicht so einfach, aber naja, mal gucken, ob wir es hinkriegen. 12 von 20 Lampen zerstört. Der schaut sich hier noch. Oh Gott, da hat er mich schon wieder entdeckt. Oh ja, schnell wieder hoch. Wieder 800 Punkte verloren dadurch, dass der Alarm ausgelöst wurde. So, jetzt ist meine Chance, ihn zu ermorden. Okay, so. Können wir die Lampe zerstören? Ja, wunderbar. Noch 6, 5. Oh nein, das gibt's doch nicht. Was kommt er denn einfach da durch die Tür rein? Unglaublich. Ich glaube, den lassen wir auch einfach mal stehen, oder? Ne, ich lenke ihn nochmal ab und töte ihn. Ja, von diesen Pfeilen, die man hat, da hat man anscheinend unendlich, oh Gott, unendlich viele. Und von den Geräuschentwicklern, da hat man immer nur eine bestimmte Anzahl. Kriegt aber an bestimmten Punkten im Level, falls man die alle schon aufgebraucht haben sollte, dann ja, wieder ein oder zwei dazu. Allerdings muss man halt schon genau überlegen, wo man die einsetzt, denn sonderlich viele davon hat man nie. So, die 20 Lampen haben wir jetzt zerstört, haben wir also das Bonusziel schon mal geschafft, auch wenn, wie gesagt, hier kein Highscore mehr möglich sein wird. Dafür habe ich mich einfach zu oft erwischen lassen. Na, kommst du? Ne. Ach, das darf nicht wahr sein. Ich glaube, mein Sensei würde mich hier zu Tode prügeln, wenn er,
wenn ich in seiner Akademie hier Ninja werden wollen würde. So, jetzt wieder hier. Und bam, bam. Und noch das Katana reinstecken. Zack. Oh, wieder ein Artefakt. Sehr schön. Und ab durch den Lüftungsschacht in den 17. Stock müsste das sein. Genau, hier sieht man es jetzt gerade. Da habe ich wieder einen Geräuschentwickler dazu gekriegt. 18th floor, power's almost back on. So, kommt der hier in den Raum oder? Oder nicht? Nö, kommt nicht, okay. Ah, ne, ist 18. Stock schon, okay. Oh Gott, okay. Da ging der Strom wieder an und. Ja. Das ist natürlich fies, da muss ich ja so ein bisschen schneller agieren hier, bevor der Strom wieder eingeschaltet wird. Ah, jetzt geht er in den Raum rein, okay. Okay, und der guckt aber immer in die Richtung. Ja, das hat schon mal nicht so funktioniert. Hey, hey, wie machen wir denn das jetzt mal am besten hier? Mann. Ja, das war auch nicht so ideal, weil er jetzt in unsere Richtung guckt. Maybe I'm just hearing things. Uh, 18th floor, power's almost back on. Ich stelle mich hier aber auch an, jetzt stehen die hier auf mir drauf und. Oh, nee. Check that out, will you? Ja, gar nicht so einfach. Wie kriegen wir das denn jetzt hin am besten? Der eine steht da die ganze Zeit und starrt in unsere Richtung und der andere läuft rum. Hey, there he is. Ja. Oh Mann, wie kriegen wir das denn hin jetzt hier? Hey, there he is. Must be something around here. Ha, haben wir den einen schon mal. Wunderbar. So, jetzt geht's doch langsam voran hier. Schön wieder verstecken, den guten. Schmeißen wir mal einfach da runter. Bam. Und jetzt können wir ihn doch von hier relativ gut ablenken, oder? Jawohl. 18th floor, power's almost back on. Warum habe ich das nicht gleich so gemacht? So, wo geht's jetzt weiter? Da oben ist nix. Dann müssen wir hier durch die Tür und dann durch den Schacht. Okay, hier geht's nach draußen. Da müssen wir wahrscheinlich nach oben. Wir müssen ja aufs Dach. Hier geht's rein, geht's noch weiter. Ja, geht's auch nochmal rein. You're almost at the roof. Ja, was gibt's hier? 19. Stock. Turning the power back on for 19.
nicht allzu viel los. Oh, okay, da kommt schon wieder einer. Schön verstecken wieder. Komm, putt. Guck schön weiter nach links, schön weiter. Ah. Ja. Oh, da ist er schön auf den anderen gefallen. Sehr cool. Oh, da kommen sie zu dritt. Eieieiei. Lasst mich in Ruhe, ich bin gar nicht da. Geht's noch weiter nach oben? Nee. Ja. Ah, okay, hier geht's also weiter. Sehr schön. Zwischensequenz. Okay, schauen wir mal. Ah, das war schon das Level. Okay. Ja. Die Statistik dürfte nicht allzu doll sein mit 14.650 Punkten insgesamt. Aber sehen was Positives, kann eigentlich in den nächsten Videos nur besser werden. Dann schauen wir uns doch jetzt nochmal schnell die Achievements an von dem Spiel. 30 gibt's insgesamt. Ja, gibt also für bestimmte Aktionen im Spiel dann hier Erfolge. Erschrecke 10 Wachen, keine Ahnung, beende ein Level ohne eine Wache zu töten und ohne entdeckt zu werden. Was haben wir noch Schönes? Finde alle 3 Rollen in jedem Level, alle Siegel, Wachen ablenken mit was auch immer. Und ja. Wirf eine Wache, eine Leiche vor die Füße. Wirf eine, ja, genau, ja. Ja, also allerhand Erfolge, um, ja, wenn man bestimmte Aktionen durchführt oder, ja, weiß ich nicht, so eine Art Bossgegner oder was, ob die später noch kommen, tötet. Elite-Wachen speziell ausschalten. Für all das gibt's Erfolge. Ja, so, jetzt sind wir wieder hier im Hauptmenü. Und im nächsten Video starten wir dann in das dritte Level. Bis dahin würde ich sagen, haut rein!